Turi 2 TV, das Branchenfernsehen. Powered by 7Loud, die Zukunft des Fernsehens. Peter Hogenkamp, Chef der Schweizer Blogwerk AG, ein Blognetzwerk. Verdienen deine Blogger mehr als im letzten Jahr? Pro Kopf nicht, nee, glaube ich nicht. Es gibt ein paar, die verdienen mehr als letztes Jahr, weil sie mehr arbeiten für uns. Aber ich glaube, in diesen Zeiten kann jeder froh sein, wenn er irgendwie nicht viel weniger verdient als letztes Jahr. Das ist bei uns nicht anders, sowohl auf die Firma bezogen wie auch auf die Blogger. Letztes Jahr war ja großes Thema bei der Republika, ob man überhaupt Geld verdienen darf mit Blogs. Jetzt ist das durch, jetzt dürfen wir alle. Ist es schwerer oder leichter geworden? Ja, eben, das Dürfen war aus meiner Sicht noch nie das Problem, eher das Können. Ich glaube, es ist generell leichter geworden. Also es gibt zwei gegenläufige Trends. Einerseits wären die Leute grundsätzlich eher bereit, in Blogs zu werben. Andererseits ist halt die generelle Entwicklung, und die ist im Moment stärker, so dass die Leute generell überhaupt weniger werben. Und das trifft uns natürlich auch wie alle anderen. Ihr seid jetzt gerade eingestiegen bzw. kooperiert mit AdNation, dem ja auch bislang eher schwächelnden Blogvermarkter. Was wird anders bei AdNation durch Blogwerk? Ja, erstens hoffe ich, dass ihr diese Vokabel schwächelnd irgendwann, die immer so reflexartig kommt, irgendwann streicht. Habt ihr in der Meldung darüber schon gemacht. Was wird anders? Also wir sind tatsächlich mehr als eine Kooperation. Wir haben uns beteiligt, zusammen mit Yebase aus Hannover haben wir uns an AdNation beteiligt. Und was wird anders? Es wird stetiger. Also die bisherigen zentralen Leute bei AdNation, also vor allen Dingen Sascha und Johnny, sind ja dafür bekannt, dass sie viele Sachen immer gleichzeitig machen. Das machen wir auch. Aber wenn mehr Leute viele Sachen gleichzeitig machen, kann man, glaube ich, insgesamt doch mehr schaffen. Also wir wollen da vor allen Dingen die Betreuung der Blogger, aber auch die Ansprache der Werbekunden und so verstetigen. Und ich bin überzeugt, dass AdNation noch bei weitem nicht sein ganzes Potenzial ausgeschöpft hat. Und wir sehen auch jetzt schon, dass wir trotz Krise dieses Jahr Anfragen haben für einige interessante große Kampagnen und hoffen, dass wir die jetzt in der neuen Konstellation abwickeln können. Das heißt, Peter Hogenkamp übernimmt jetzt das Kommando, oder wie? Nee. Also das ist nach wie vor, also ich finde es irgendwie, ja, bei Blogwerk ist es jetzt tatsächlich so, da bin ich eindeutig der Chef. Bei AdNation bin ich eindeutig nicht der Chef, aber auch kein anderer. Sondern da gibt es jetzt einfach 4, 5 Leute, die gemeinsam die Sachen besprechen, die zu tun sind, und das dann gemeinsam entscheiden, was zu tun ist. Und ich glaube, das wird gut gehen, weil man ja immer, das sind ja alles vernünftige Leute. Das heißt, man kann sich gut einigen, was zu tun ist. Es geht, glaube ich, auch weniger darum, wie oft im Leben, dass man sich einigt, was zu tun ist, sondern dass man es dann macht. Und das geht auch mit mehreren Leuten im Boot einfacher. Hat sich der Trend zur Spezialisierung in den Blogs durchgesetzt? Aus meiner Sicht eindeutig. Also wenn man irgendwie sich die deutschen Blogcharts anguckt, wobei ich die ja immer als nicht so ganz repräsentativ für den Erfolg von Blogs ansehe, aber immerhin, sie sind ein Indikator, oder auch die Bloggerscoop-Zahlen, dann sieht man doch ganz klar, diese Ego-Blogger, die Bedeutung dieser Ego-Blogger, also ich meine das gar nicht negativ, aber die Bedeutung dieser Leute, die selber irgendwie das Programm sind und die einfach heute über dieses schreiben und morgen über jedes, und die einzige Konstante ist die Person, die es schreibt. Die Bedeutung der Leute ist zurückgegangen. Und Robert Basic hat dem natürlich irgendwie die Krone aufgesetzt, indem er dann konsequenterweise auch seinen Blog abgegeben hat. Und ich glaube, er wird auch mit seinem neuen Zeug, was er macht, nicht zu alter Bedeutung zurückfinden, weil generell dieses Fachliche und auch Basic Thinking ist ja jetzt ein Fachblog geworden eigentlich. Und wenn man sich die Sachen anschaut, was da irgendwie die Themen sind, dann sind das Fachblogs. Persönlichen Blogs wird es weitergeben, und die sind auch gut, aber die werden einfach für ein kleineres Publikum schreiben als die Fachblogs. Ist die Zeit der Mods-Blogger damit endlich vorbei? Wer hat denn was gegen Mods-Blogger? Ich finde Mods-Blogger ganz amüsant und erfrischend zu lesen. Kommt natürlich immer darauf an, gegen was sie bloggen. Aber das stimmt schon. Das einfach nur, wenn ich einfach nur gegen alles bin, wird das irgendwie kein tragfähiges Programm für die Zukunft sein. Haben sich Blogs deiner Meinung nach als Mediengattung, als selbstständige Alternative zu anderen Medien etabliert? Oder stecken sie noch immer in der Nische? Ich finde das Wort Blog und auch die Technologie dahinter gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ich finde es entscheidend, dass man sagen kann, die Leute können einfach Inhalte im Internet publizieren. Und das gibt es ja nun schon seit einigen Jahren, und das ist natürlich durch Twitter und Facebook jetzt nochmal sehr, sehr gepusht worden. Und ich glaube, dass das Format, also ob jetzt dahinter eine Blog-Software läuft oder nicht, das ist ja im Moment das entscheidende Kriterium, um zu sagen, das ist ein Blog oder nicht, ist doch überhaupt nicht wichtig. Ich meine, guckt dir euer Zeug an, das ist ja auch technisch ein Blog,
aber es hat ja fast überhaupt nichts mehr damit zu tun. Vom Format her, der Newsletter ist wahnsinnig wichtig. Ihr habt diese verschiedenen Domains, auch mit dem TV und so. Und ein Außenstehender, der nicht, wie sich wirklich gut auskennt, würde das doch gar nicht als Blog bezeichnen. Ist Bloggen für dich gleichbedeutend mit Journalismus oder gibt es da einen Unterschied? Für mich, mir ist der Unterschied nicht so wichtig. Ich finde es aber wichtig, dass man als Blogger weiß, was journalistisches Arbeiten ist. Wir haben jetzt inzwischen über 60 Leute, die für uns schreiben und die sollen das alle zumindest mal gehört haben und ein bisschen lernen. Also wir haben deswegen auch, also von unseren 60 Leuten sind ungefähr 20 oder so wirklich ausgebildete Journalisten, die anderen nicht, wie ich ja auch, ich bin es ja auch nicht. Und wir versuchen immer wieder intern auf unseren Kommunikationskanälen mit in unserem Wiki, was wir haben und so, der Pete Sennhauser, unser Chefredakteur, macht da wöchentlich so ein Ding, das heißt Denkzettel. Und da schreibt er immer den anderen Leuten, wie er das jetzt unter journalistischen Aspekten fand, was sie die Woche gemacht haben. Und das finde ich wichtig ein bisschen, dass man auch sagt, auch Blogger sollten sich gerne ein bisschen journalistisch weiterbilden. Was gibst du Printjournalisten mit auf den Weg, die jetzt womöglich in dieser Wirtschafts- und Medienkrise ihren Job verlieren? Ja, also einen neuen Job irgendwie, mit dem sie sofort ihr Einkommen wieder haben, was sie bei der Zeitung hatten, kurzfristig zu finden, ist wahrscheinlich schwierig, aber ich würde jedem auf jeden Fall empfehlen, sich mit diesen neuen Medien ist ja auch ein ganz altes Wort schon inzwischen, vertraut zu machen und zu sagen irgendwie, fang mal an, Twitter, Facebook, Bloggen wirklich anzugucken, kauf dir ein iPhone, wenn dir nichts Besseres einfällt, oder kauf dir ein Google-Phone und guck einfach, was online passiert, weil ich glaube irgendwie nicht, dass jemand irgendwie wieder auf seinen alten Job bei der Zeitung zurück kann, wenn dann die Krise vorbei ist, sondern diese Verquickung online-offline wird wichtiger werden, deswegen das sollte jeder können müssen und selbst wenn er irgendwie jetzt ein halbes Jahr bloggt und bloggt nur über Kochen, wo es ja auch prominente Vorbilder gibt, dann ist es immer noch besser, als wenn er sagt, das gemeine Internet hat mir meinen Job weggenommen und deswegen bin ich jetzt sauer aufs Internet. Das ist, glaube ich, keine zukunftsfähige Strategie. Welches Blog würde Peter Hogenkamp gerne noch gründen, das er noch nicht gegründet hat? Mit den Frauen hat es ja nicht geklappt, offenbar. Nee, mit den Frauen hat es nicht geklappt, aber vielleicht so aus demselben Themenbereich. Sex ist immer noch ein völlig unbesetztes Thema in deutschen Blogs. Das könnte man einfach noch gut machen. Flashbot in den USA ist ein schönes Vorbild. Ich schäme mich einfach ein bisschen, weil ich Angst habe, dass es vielleicht immer noch mal meine Mutter rausfinden könnte. Touri 2 TV, das Branchenfernsehen.